So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Let's Play. Jetzt wird hier noch ein bisschen mehr Erde abgefarmt, aber ich glaube, ich nehme mal gleich drei rein mit, aber jetzt darf ich erstmal den Baum hier fällen. Und dann, ich glaube, als, also ich habe ja gesagt, ich will hier farmen, also Farm bauen, nicht so eine kleine wie dort hinten, sondern eine etwas größere. Und ja, ich mache jetzt erstmal eine Pflanzenfarm, also wo ich Pflanzen anbaue. Ah, ich habe noch gar keine Melonen, weil ich war noch nie in einer Mine in dieser Welt. Ja, muss ich halt mal schauen. Fuller Melonen ist auch nicht das optimale Fuller. Das sind Karotten besser, auch wenn ich davon noch keine habe. Aber ich habe ja noch genug Fleisch. Und die. Das hält auch noch eine Weile. Obwohl, gebrannt, gebackene Kartoffeln sind noch besser als Karotten. Ist ja klar, wenn sie mir Hungerbalken zurückgeben. Also gut. Also ja, hier unten sieht man ja die kleine Farm. Hey, das geht aber nicht. Ach, ich habe ja keine Hacke dabei, dann craft ich mal kurz eine. Und dann darf ich auch gleich ins Bett gehen, Haja machen. Ja, ich weiß nicht, wofür es so viele brauchen sollte. Zwei dürfen jetzt erstmal reichen. Also, jetzt gehe ich erstmal schnell schlafen, bevor die ersten Bösen Monster spawnen. Ich habe schon mega Angst. Ja, Schlaf ist wichtig. Okay, dann wird weitergemacht. Jetzt gucke ich mal. Oder ich weiß nicht, warum da eine Kürbispflanze fehlt. Aber ich baue mal kurz einen Kürbis ab. Aus dem Kürbis bekommt man ja normalerweise vier Pumpkin Seeds. Dann bearbeite ich das Feld und gut ist es. Also, dann jetzt muss ich mal kurz zählen. Ach nee, die Farm hier kommt ja sowieso weg. Ich sollte aber noch einen Weg haben und die große Farm auch einzäunen. Dann hole ich mal kurz ein bisschen Zaun hoch. Ne, ich muss glaube erstmal ein bisschen Zaun craften. Obwohl ich weiß es gar nicht, wie viel ich noch übrig habe von der alten Farm. Das ist hier oben drin. Naja, an die Kiste ran. Ja, super. Ganze vier Zäune. Damit kann ich nicht viel anstellen. Nehme ich noch ein bisschen Birchwood mit. Und crafte ein. Ne, Oakwood würde ich nicht verwenden. Und dann ordne ich das schön an, damit ich die Säule rausbekommen. So, jetzt. So. Ja, ganze 88 Säule. Ach ja, Zauntore werden. Ach, kann ich im Nachhinein noch reinmachen. Dann, ach, und dann noch vielleicht noch ein wenig Kies. Doch, ich habe Kies, aber ich glaube nicht mal ein Stack, oder wie war das? Hier, Gravel. Ja, nicht mal ein Stack. Dann müsste ich eventuell mal noch etwas suchen. Für Wege dann. Wisst ihr noch, was ich in der letzten Folge gemacht habe? Sag gleich immer. Okay, der Weg hat es wirklich gebracht. Müssen
deswegen schaue ich jetzt mal einfach hier so zu der Farm den Weg hier hin. Also zu der Farm, die jetzt noch steht. Hier kommt allerdings weg. Dann kommt da einfach so ein Weg. Der ist noch etwas schmal und ich will den auch nicht ganz regelmäßig. Also jetzt hier so um die Ecke. Es muss ja nicht alles synchron und symmetrisch sein. Weh, da kommt jetzt ein Flint auf. Boah, glücklich. ja, gut, wie ich immer verbau. Was richtig mies wäre, wenn man eine Schaufel verzaubert und ein Glück drauf bekommt. Und man dann einfach die ganze Zeit bei, bei Gravel. Schlimm, dass man ja immer Flint rausbekommt. Das wäre echt nicht so durch meinen Weg an. Ja, es sieht ganz obwohl, warte, den hier macht weg. Dann den da drüben rein. Ja, schon, da kommt irgendein Monster. Das brennt. Okay, einen Weg zu bauen zu meiner Farm. Hat jetzt von Gravel her nicht mehr gereicht. Ich würde jetzt vielleicht hier anfangen. Und zieh mal hier den Zaun entlang. Mach ich mal hier, da kann ich ja keine Ahnung, was ich da noch dazwischen bauen kann. Das sehe ich hier einfach mal den Zaun rüber. Weil ich will ja meine Pflanzen sichern, die ich dahinter stehen habe. Oder die ich dahinter anbaue. Ich will ja nicht, dass mir da ein Hund reinscheißt oder so. Wäre ja dann nicht gut, wenn ich es weiterverkaufen wollte. Okay, dann. Okay, dann. Mache ich mal außen einen Grünstreifen, dann das mal kurz, das muss hier das Wasser kommen. Wasser bewässert. 4 weit und das in alle Richtungen. Und dann, ja, passt, ja. Dann habe ich dann für alles so einen riesen Platz braucht, dann wird es dann doch recht groß. Und dann verbrauche ich auch einige Steinhose. Ich frage mich, ob es da keine bessere Übersetzung gibt, also für Hacke als Ho. Oder ich kann mal kurz nachschauen in meinem geilen Übersetzer, ob es eine bessere Übersetzung gibt für Hacke. Doch, ob es da wirklich nur die Ho gibt, dann mache ich mal mit einer Hand hier so. Okay, ich habe in der Maus eigentlich immer nur eine Hand. Aber. Ja, jetzt schaue ich mal kurz nach. Also Hacke. Ja. Das deutsche Hacke. Die deutsche Hacke, Entschuldigung. Das deutsche Wort Hacke. Okay. Also, ich weiß nicht, wo es das in der Anatomie gibt, aber da heißt es übersetzt Stiel. Als Werkzeug heißt Hack oder Mattock. Und als für den Gartenbau heißt es wirklich Hoe. Aber wenn man Hoe mal rück übersetzt, dann heißt es neben Hacke, Haue oder Hacken, also als Werkzeug. Ach, der Haken, okay, heißt auch im amerikanischen Slang auch Bitch, also so jetzt mal, oder Hure, Schlampe oder Nutte, ja, nicht so positiv belastet kann nie etwas sein, also das Wort ist negativ belastet.
Also nicht so toll. Okay, dann mach ich mal mit der Hacke im laggenden Spiel weiter. Das ist echt schlimm. 5 FPS. Ich frag mich warum. Vor einem halben Jahr hat's gelaggt, weil ich dumm war. Aber jetzt bin ich wahrscheinlich noch immer dumm. Weil ich habe versucht, das was ich kann zu machen, damit es flüssiger läuft, und meistens läuft es auch flüssig, aber also beim Spielen läuft flüssig, auch wenn ich aufnehme. Oder dann läuft es auch meistens flüssig, aber auch wenn dann sowas cooles wie eine Farm kommt, dann natürlich nicht. So, dann hole ich mal kurz, jetzt muss ich mal kurz rechnen. Das sind 9x9, 81 minus der eine Wasserspot. Wären ja dann genau 80 Seeds. Das wären dann 64 plus 36. Ne, das wären 100. Wie viel bin ich eigentlich? 64 plus 16. Ja, und ich bin auf dem Gymnasium. Ja, das fällt mir nicht mal mehr das Wort ein. Dann kann man nicht mal mehr zählen. Also 4, jetzt habe ich die. Egal, dann pflanze ich einfach schon mal die an. Jo, so ist es lässig. Kennt ihr auch alle den netten Synchronisator? So ist es lässig. Obwohl, ich könnte. Okay, vielleicht. Ich weiß nicht, soll ich die Farm noch. Automatisieren. Obwohl Getreidefarmen kann man nicht wirklich automatisieren. Weil man jedes Mal, wenn man sie zum Beispiel von Wasser ernten lassen hat, muss man wieder nachrennen und die pflanzen. Also die Setzlinge wieder anpflanzen. Nur Melonenfarmen könnte man theoretisch vollautomatisch machen. Aber ich habe, obwohl, ich könnte, Melonen habe ich nicht, aber Kürbis habe ich. Von dem her könnte ich theoretisch immer das automatisch farmen lassen, daraus Kürbiskuchen machen. Aber ich glaube, ich habe nicht so viel Zucker und wie heißt das andere, nicht so viele Eier für den Kürbiskuchen. Ich mach mal kurz einen Cut. So, da bin ich wieder. Kurz die Nase gewischt. Nee, Nase geputzt, blöder. Und jetzt vielleicht ist es richtig hart. Wahrscheinlich nur, weil der Mond aufgeht. Deswegen lege ich mich mal ins Bett, meine süßen Hundis. Wenn ich mal Nametags finde, könnte ich die umbenennen. In so typische Hundenamen wie Gisela oder, weiß nicht, oder Ursula. Oder Ulf. Oder andere typische Hundenamen. Da hinten läuft ein Creeper, das gefällt mir gar nicht. Ich versuche mit ihm Frieden zu machen. Wird er den Frieden annehmen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich versuche aber. Wo läuft er hin? Er ist nicht despawned, oder? Ja, da ist er noch. Und Fäden für den Bogen hätte ich, habe ich nicht da. Bei schön langsam reden, damit ich es auch korrekt ausspreche. Da kommt wieder der tolle Dialekt an den Tag. Und ich treffe nicht mal die Leiter. Gut, dass die Tür halb auf ist. Und dann renne ich mal schnell ins Wasser. Falls der Creeper kommen sollte, dass der Mann nicht zerstört. Guck mal, hier ist auch Gras ins Wasser gewachsen. Ich finde es zwar lustig, ich dachte, es wächst gar nicht so weit. Das hier baue ich mal ab. Das habe ich damals hingebaut, damit das Zuckerrohr nicht immer ins Wasser fällt. Aber das benutze ich mal für die andere. Für die neuen Farben. Warum sind hier
so viele große verkackte Bäume, Mann. Die muss ich alle fällen, weil ich Platz für meine Farm brauche. Das ist doch blöd. Mann. Der Creeper noch da. Naja, das ist immer da. Ich will nicht, dass er mir hier alles zerstört. Da nehme ich schade um das Haus. Aha! So werden meine zerstört. Durch ein Schwein, das über die Absperrung gekommen ist. Oh, da kommt der Creeper. Jetzt hat er mich gesehen. Dann lasse ich Schwein lieber leben und hau selber ab. Bei den Lags kann ich jetzt auch nicht mit dem Creeper in Kampf gehen, oder? Weil der einfach dann explodieren würde, wenn ich auf ihn zulaufe und ihn schlagen wollen würde. Bölte gibt's Bölte. Ich hab keine Ahnung. Deswegen gehe ich jetzt dahin zu dem Schwein hin, töte es und schaue noch den Dschungel an und werde dann wahrscheinlich die Folge gleich beenden. Ich kann überhaupt nicht singen. Wie viel Hits brauche ich für das Schwein? Eins, zwei. Nee, ich habe nicht mal zwei getroffen. Ja, zwei reichen. Das NPC-Dorf hatte ich schon ausgebaut. Aber es war echt cool, ich starte die Welt, Bad. Dann bin ich, glaube ich, ja, da gespawnt, hab das Häuschen gebaut. Habt ihr ja leider nicht gesehen, weil ich zu blöd war zum Aufnehmen. Und dann laufe ich mal ein bisschen noch einen Sumpf durch und schon gleich mal ein Dorf. Ich glaube nicht, dass die Dorfbewohner aber noch leben. Vielleicht kommen ja irgendwann mal Dorfbewohner her. Woher auch immer. Okay, jetzt war die Blumen doch weg. Mit denen ich dann vielleicht handeln kann und wo ich dann vielleicht auch eine richtig schöne Stadt bauen kann. Das ist ein Schweineblöder. Ja, in dem Fall bin ich der Blöde. Aber ich glaube, ich war mal so sozial zu denen und habe da schönes Getreide angepflanzt. Alter, hier ist extrem viel Gras. Aber es ist noch ein altes Dorf, wo es nur Getreide gibt. Ich glaube, es gibt ja keine Einwohner mehr. Alle. Oder ist da einer? Ah, da ist sogar einer. Weißt du, was ich jetzt mache? Und zwar hier ein Grasblock hin. Ich gehe jetzt nämlich raus aus meiner Welt. Und dann aber das nächste Mal, wenn die Chunks geladen sind, kann hier Gras hochwachsen. Sieht der Balkon schön aus. Also, tschüss.